Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus zurück in The Division. Ich befinde mich hier noch vor meiner Operationsbasis, habe aber im letzten Video endlich Pennsylvania Plaza abgeschlossen und möchte jetzt ins nächste Gebiet gehen. Da habe ich ja auch schon die nächste Nebenaufgabe gekriegt, die mich zum Safe House führt. Da oben hier in den Hudson Yards war das, glaube ich. Bevor ich da aber hingehe, möchte ich die Einsatzmission machen. Ruhig. Immer wenn ich da in die Nähe gehe, fängt er gleich an zu labern. Also die Mission für den Sicherheitschef, damit ich auch den Sicherheitsflügel in meiner Operationsbasis freischalten kann. Und ja, die ist für Stufe 5 und die ist hier. Wir werden überrannt. Sie töten alles und jeden, ohne Ausnahme. Verdammt, wenn sie die Schleusen sprengen, dann... Captain, die haben ein... Okay, sie wollen die Schleusen sprengen. Das ist wahrscheinlich der Lincoln-Tunnel. Lincoln-Tunnel Checkpoint. Da haben wir es. Stufe 5. Der Checkpoint am Lincoln-Tunnel wird von Plünderern angegriffen. Sichern Sie den Checkpoint und bringen Sie Captain Roy Benitez, den Leiter der Joint Task Force, zurück in die Operationsbasis. Der Sicherheitschef. Dieser Tunnel ist unsere wichtigste Nachschublinie für Waffen, Nahrung und Medikamente aus der Außenwelt. Aber eine Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht, die Quarantäne dort zu durchbrechen. Noch hält ihnen eine Garnison der JTF stand, aber sie werden schwächer. Und wenn die Aufständischen die Schleusen sprengen, um durchzubrechen, wird der Tunnel geflutet, die Nachschublinie geht verloren und jede Menge Leute sterben. Wir haben die Bestätigung, dass Benitez dort mitten im Getümmel ist. Der Tunnel muss gesichert und Benitez zur Basis gebracht werden. Okay, ihr habt's gehört. Ab zum Lincoln-Tunnel. Auch wieder ein bekannter Ort hier in New York. Ja, der Tunnel geht komplett unter den ganzen Hudson River unterdurch auf die andere Seite. Wird natürlich auch sehr stark für Verkehr benutzt, aber ja, hier ist auch unsere wichtige Nachschublieferungslinie hier. Ich weiß nicht, ob er... Es erinnert mich jetzt irgendwie auch stark an den Film damals mit Sylvester Stallone, falls ihn noch jemand kennt. Aus den 90ern war der. Daylight. Da hat er auch in dem Lincoln-Tunnel gespielt. Da... Hey. Ja, war es auch kurz davor, dass der Lincoln-Tunnel da gesprengt wird? Warte mal, wir hatten jetzt gerade geschossen. Alter! Boah, die Waffe zieht aber hoch! Wow, wow. Man sieht halt hier meine neue Waffe, die ich hier gerade in der Hand habe. Das ist... Ein schweres MG, habe ich einen Schalldämpfer raufgehauen, aber wie das Ding hochzieht. Guckt euch das mal an, wenn ich nicht ziele und nur schieße. Das ist, wenn ich die Hand komplett von Stick wegnehme, wie er dann hochzieht. Ich muss da komplett gegenlenken. Dafür hat das Ding aber auch 100 Schuss im Magazin. So, hier sind die Hudson Yards, das neue Gebiet. Stufe 5 bis 9. So. Ich hab das Gefühl, ich laufe heute langsamer. Ist das wegen dem schweren MG? Wenn man andere verloren. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Ja, jetzt läufst du, ne? Ah, der hat wieder einen Arschknaller gehabt. Aber der ist wieder explodiert. Okay. Ah, das war noch eine Tränengasbombe von dem. Bin ich voll reingelaufen. Okay. Hier sieht man schon, der Verkehr wird dichter. Das ist hier da. Lincoln-Tunnel Checkpoint, Stufe 5. Hier Captain Benitez. Er bitte sofortige Unterstützung am Kontrollpunkt Lincoln-Tunnel. Diese Arschlöcher stürmen die Blockade. Wenn sie die Schleusen sprengen, könnte das ganze Ding geflutet werden. Na. Fast so wie hier bei uns in Hamburg der Elbtunnel. Nur nicht ganz so überfüllt und nicht stadtmäßig. Bei uns ist er eher autobahntechnisch angesiedelt hier. Hier geht er einfach mitten durch die Stadt, der Lincoln-Tunnel. Sieht man hier auch, JTF-Checkpoint. Wow! Und ich sollte nicht auf die Schilder achten, wenn hier noch Plünderer stehen. Hey! Weg mit dem Stock. Headshot. Ich hätte auch hier den Benzintank anschießen können, wo die alle hier waren, aber ich musste ja oben die Schilder lesen. Ja. Das ist aber noch nicht komplett der richtige Tunnel. Das ist noch die Einfahrt zum Tunnel. Sieht das hier, wie es langsam nach unten geht. Oh, die haben Scharfschützen da oben.
Und die machen auch ganz schön viel Schaden, wie man das hier gerade gesehen hat. Ich bin fast tot. Meine Heilung ist voll schlecht eigentlich. Ah, der ist auf die Schnauze gefallen fast. Die machen ganz gut Schaden, die Jungs hier jetzt. Alter, wie er da durch den kleinen Spalt schießt, oder was? Und ich treffe ihn so nicht. Scan die nochmal hier. So. Laber mich nicht voll. Zeig dich mal lieber. Kämpf wie ein Mann. Die schießen alle einfach durch die Autos durch. So. Hier ist ein Seil. Aha, hier oben ist sogar was angezeigt. Ah, eine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Laminierter Holster. Dankeschön. Unten war auch noch irgendwas angezeigt, ne? Muss ich nochmal nachschauen gehen. Ist jetzt auf jeden Fall wieder eine Hauptstory-Geschichte hier. Also ist vielleicht wieder ein bisschen interessanter auch. Auf jeden Fall ein gutes Szenario mit dem Lincoln-Tunnel. Die Hauptstories führen uns immer zu coolen Teilen auf der Stadt, ne? Wenn man jetzt die letzte Mission sieht. Captain! Sie wollen den Tunnel stürmen! Nee. Sie schießen auf alles, was sich bewegt! Oh Gott, die sind wie ein Heuschreckenschwarm. Lass sie nicht durchbrechen! Also die letzte Mission da im Madison Square Garden ist man jetzt hier im Lincoln-Tunnel unterwegs. Das sind doch mal endlich coole Teile von New York, die man gerne mal sehen wollte. Ich kann doch aufs Dach gehen. Irgendwie sind ja oben mit irgendwas beschäftigt. Ich geh mal rauf. Guck sie dir an hier, die Scharfschützen. Okay, next. Oh, ich hab Alex erschossen! Oh mein Gott. Oh, der war eigentlich ganz gut drauf. Gut, dass sie noch mit anderen auch abgelenkt sind. JTL, oh, da, der Tank. Na. Ah. Ist das ein Fass? Nee, das ist nur ein... Leider nichts Explosives, wo ich da drauf geschossen habe. Schade. Komm schon. Noch mehr? Haltet doch mal still. Da kommen noch mehr Feinde. Aha. Und jetzt verstecken die sich hinterm blöden Krankenwagen, ey. Ich kann hier wieder runter. Hoffentlich komme ich dann da auch durch. Sieht doch gut aus. Schön von oben flankiert. Jetzt schnappe ich mir die, die sich da in deinem Krankenwagen verstecken, weil hier nicht auf, hier die Tür nicht zu ist. Guck mal, die sehen mich noch nicht kommen. Warnung, weitere Feinde im Anmarsch. Ja. Boah, so verzieht die Waffe so übelst. Das ist unglaublich. Kommt mal dichter. Noch eine abgesickte Schrotflinte für euch. Captain Benitez, hier spricht Faye Lau. Wir sind Division-Agenten und haben die unmittelbare Gefahr neutralisiert. Ich lege sie auf unseren Funk, dann können sie die Unterstützung dahin dirigieren, wo sie gebraucht wird. Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an. Die wollen raus, koste es, was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. Ich bin ja da. Ich bin auf dem Weg. So, das ist der richtige Lincoln-Tunnel hier mit der Belüftung und so, wie man das auch aus dem Film Daylight kennt. Oder halt für die Leute, die selber mal in New York waren, die kennen das sicherlich davon. Da tun die Bomben anbringen. Mach das mit dem Sprengstoff. Wenn du es so haben willst. Zeig dich lieber mal. Hören Sie, ich schicke jemanden, der sich um die Bombe kümmert. Passen Sie auf sie auf.
soll auf die Bombe aufpassen. Guck mal, die haben hier den ganzen Lincoln-Tunnel mit so dicken Stahlwänden abgesperrt und unter Quarantäne gestellt. Da kommt nichts mehr rein und raus. Ich entschärfe das Ding. Oh, eine Dame an der Bombe. Hoffentlich versteht sie ihr Handwerk. So. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Alles klar, ich beschütze die Dame vorher, bis sie die Bombe da entschärft hat. Da kommen sie schon. Schön, wie die da immer durch das Licht laufen und man den Schattenwurf sieht von denen. Oh, da oben jetzt. Der ist gepanzert. Zwei Headshots. Alarm. Feinde kommen in ihre Richtung. Jojojo, soll nur kommen. Ich habe hier eine ganz gute Position mit meinem Karabiner hier. Im Moment meine Lieblingswaffe, muss ich sagen. Man muss aber auch sagen, ich bin Stufe 7. Die Mission ist für Stufe 5. Aber wenn man halt, wie ich, alle Gebiete abgrast und wirklich jede Mission mitmacht, dann levelt man halt ganz gut und hat immer einen ganz guten Vorsprung. Ah, leer. Blendgranate. Ich habe Alex erschossen! Schon zum zweiten Mal heute. Das ist wie bei South Park mit Kenny, ne? Oh mein Gott, wir haben Alex erschossen! Ich find's geil. Komm schon. Der steht aber auch ganz blöd. Headshot. Okay, wie schaut's aus? Ist die Bombe entschärft? Nein, noch eine Minute. Über eine Minute noch? Huiuiui. Ich trau mich nicht alleine? Ich bin alleine, du Vogel. Ja. Nein. Oh. Was, Wichser? Deine Mutter, Alter. So, komm, 30 Sekunden. Hab ich doch auch gerade gesagt, Mensch. Was habe ich eigentlich noch hier für Granaten unterwegs? Brandbombe. Brandbombe wäre doch lustig. Oh, 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 da ist ein Boss oder so mit schweren MG. Okay, ich markiere die mal, damit ich mir Schaden mache. Komm schon. Scheiße. Ey. Der andere muss weg. Oh, jetzt lade ich das schwere MG nach. Ist doch scheiße. 7800 Schaden. Ist egal, wen sie töten, um zu kriegen, was sie wollen. Kommen Sie, wir treffen uns im Kontrollzentrum. Im Kontrollzentrum. Okay. Bombe entschärft zum Kontrollzentrum. Das ist da lang. Alles klar. Ich gehe nochmal kurz zurück. Denn da ist ein Strahl noch. Der Boss hat was fallen lassen. Der Dicke mit dem schweren MG. Aber das ist nur grau. Ich dachte eben, das wäre ein blauer Streifen hier. Nö, nö. Okay. Mahlzeit. Linken Tunnel, wie es aussieht, schon wieder gesichert. Okay, hier stehen noch ein paar Items rum. Hier nix. Hier ist aber ein Rucksack. Sieht nach Nahrungsmittelrucksack aus. Habe ich voll, ne? Ja. Hier ist noch ein Handy oder so. Warte mal, wo ist das denn? Das ist nicht hier. Hier sehe ich das auf der Map, wenn ich hier war eben. Die Kiste ist da, ja. Jetzt zeigt er mir das Handy nicht mehr an. Wo war das denn? Es war hier in die Richtung, hinter dieser Wand, glaube ich. Irgendwo.
Schade. Ah, hier ist noch ein Raum. Was haben wir hier? Hier ist noch eine Kiste. Danke. Aber hier ist nicht das Handy drin. Okay, das der Kontrollraum. Was haben wir denn hier noch? Irgendwie so ein Quartier, wo einer gepennt hat. Erste Hilfe-Set wieder. 3 voll. Das war's. Okay, dann melde ich mich mal beim Chef. Meine Güte, was bleibt uns denn noch? Schön, Sie zu treffen, wer Sie auch sind. Ich hoffe, wir können auf Sie und Ihre Leute zählen. Ja. Es steht uns ein höllischer Kampf bevor. Hören Sie, wir haben gute und schlechte Nachrichten. Okay. Wir haben Division-Agenten zur Verstärkung, aber diese Typen da draußen, die lassen uns einfach nicht. Die kommen hier rein. Das sind die schlechten Nachrichten. Aha. Na dann los, die schaffen wir. Aha. Alle, die noch kämpfen können, kämpft um euer Leben. Plünderer bringt uns von Volk und vorbei. Oh, da ist ein Gelber. Komm schon, hör auf. So, der ist weg. Jetzt kommen noch mehr. Mit Baseballschlägern, ja, ja. Wenn es mit schweren MGs nicht geht, dann kommen sie mit Baseballschlägern. Da kommt noch ein. Ey, lauf mir nicht vor die Flinte. Das ist so hell da draußen. Man muss so gegen das Licht schießen. Ellie, ich sie möglichst auf Distanz. Was mache ich denn hier? Ihr seid echt die lustigsten hier. Guck mal, das da. Das ist nicht auf Distanz. Der steht davor. Wow. Engern hat mich da gerade übelst angesniped. Ich sehe nichts, das ist so hell. Wo ist er jetzt hin? Sie haben ihn. Hab ihn. Ich muss nochmal zurück. Es gab hier noch eine Munitionskiste da drin, die will ich mir jetzt mal mitnehmen, ja? Bevor ich rausgehe. So, hab's. Dicker Sicherheitsraum hier, dickes Server am Start. Da wird damit der ganze Tunnel hier überwacht. Sieht man hier die ganzen Tunnelröhren, die überwacht werden. Hier ist noch ein Rucksack. Ich kann auch aufs Dach gehen. Okay, da sind auf jeden Fall Scharfschützen wieder da oben. Was du nicht sagst. So, noch ein Scharfschütze. Komm schon. Komm hoch. Er bleibt einfach die ganze Zeit in der Deckung hocken. Heb doch mal deinen Kopf oder so. Er ist halt unter Deckungsfeuer halt. Das sieht man da, den Pfeil, den er drauf hat. Der ist mit Unterdrückungsfeuer ist er halt unterdrückt und deswegen kommt er nicht hoch. Das ist doch scheiße, wenn du den nicht treffen kannst, wenn deine Kollegen den die ganze Zeit niederschießen. Agent, Ihre ja. Freunde bringen einen Scharfschützen in Stellung. Passen Sie gut auf sich auf. Meine Freunde? Seit wann habe ich meine Freunde hier? Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Hier auch komplette Röhre zugemacht. Ja, ja, kein Problem. Ah, es nervt mich aber immer noch mit dem Handy, was mir da angezeigt wurde. Was ich nicht bekommen habe. Ich gehe nochmal kurz den Weg zurück hier. Ob ich das vielleicht noch irgendwo finde? Oder ob er mir das nochmal neu anzeigt.
Hier bin ich rein und dann wurde mir ein Handy angezeigt. Hier ist es nicht. Ist doch scheiße. Na, keine Chance. Wird mir nicht mehr angezeigt. Hier auch nicht. Schade, ey. Sammelobjekte möchte ich ja eigentlich gerne haben. So, Benitez, bist du jetzt fertig? Den Anführer ausschalten. 35 Meter. Benitez schützen. Ach, die Mission läuft noch. Ich muss den Anführer ausschalten. Das ist wahrscheinlich diesen Scharfschütze, den sie eben meinte. Wo ist er denn? Ganz da hinten? Da ist der Chef. Finch, der böse Finch. Finch-Sniper. Hallo? Ja, jetzt muss ich das Ding nachladen. Ist nicht dein Ernst. Alter, wer geht denn da ab? Der Sniper. Boah, der Sniper haut ganz gut rein. Wie er mir fast mein ganzes Leben wegschießt. Komm schon. Ich kann nicht durch den Zaun durchschießen? Nicht dein Ernst. Ich muss ja irgendwo eine andere Deckung finden hier. Ah, hier kann ich durch. So. Hält mal den. Jetzt kümmere ich mich um den Sniper da. Nein, nein, nein! Tödlicher Beinschuss. Sind da noch mehr am Start, ey. Hey, da ist einer hinter mir. Hier kann ich durchschießen, wenigstens. Komm, da ist noch einer hinterm Auto. Was will er denn jetzt da oben? Der ist weg. Bleib da! Oder zeig deinen Kopf! Oh, 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 oh. Heilung. Er ist weg. Einsatz abgeschlossen. Agent, meine Leute sagen, die Bedrohung wurde beseitigt. Ja. Ich, meine Männer und die Bewohner von New York stehen in ihrer Schuld. Ich bin mit einer Eskorte auf dem Weg zurück zur Basis. Wir sprechen uns, wenn sie dort sind. Zurück zur Operationsbasis, dann kann ich den Sicherheitsflügel... Gute Arbeit. Ja. Wenn sie die Schleusen gesprengt hätten, hätten wir unsere Nachschublinie verloren. Jetzt kann sich Benitez um die Sicherheit kümmern. Wir sehen uns. Genau, kann ich jetzt in der Operationsbasis den Sicherheitsflügel aktivieren. Natürlich den Loot nicht vergessen. Sonst nichts mehr zu holen hier. Okay, da geht's runter. Hier oben wahrscheinlich nur so ein Parkplatzanlage oder sowas. Da ist auch nichts drin. Agent, wir haben sehr verstörendes Filmmaterial gefunden. Diese Aufständischen sind gottverdammte Tiere. Lau sagt, sie hat es ihnen hochgeladen. Okay. Aufnahmen über die Aufständischen. Hier gibt es nichts mehr zu finden.
Hier im Zelt vielleicht noch was. Nee, nee. Okay, sie hat mir was hochgeladen. Das werde ich mal reinschauen jetzt hier. Aufklärungsdaten. Da haben wir das. Einsatz abschließen. Lincoln Tunnel Checkpoint. Video verfügbar. Video abspielen. Moment, ist er das? Oh nein, ich mache Meldung. Zentrale hier, Wagen 2-4. Wir haben Einheit 5-5 gefunden, ist verlassen. Over. Scheiße! Scheiße, die sind hinter uns! Los, fahr! Los, los! Zentrale, hier Wagen 2-4, wir sind... Wagen 2-4, was ist da draußen los? Zentrale, hier ist Wagen 2-4, wir sind... Ja, so kann man auch mal schnell Polizisten ausschalten. Und dann haben wir noch im linken Tunnel auch noch Bildmaterial einer U-Bahn-Station. Ja, da sieht man das mal. Die Polizei kann dann auch nicht mehr viel machen und dann sind die ganzen Idioten da, die die Situation ausnutzen, die Schwächeren jagen, ausplündern und so weiter. Man hat es eben gesehen im U-Bahn-Tunnel, wo da einfach nur zwei hilflose Passanten gejagt wurden. Tja, schlimme Schicksale, die es da schon gibt. Okay. Telefonaufzeichnung, jetzt wird mir die hier sogar angezeigt. Wieso konnte ich die aber eben nicht sehen? ...150 Meter, ich gehe da nochmal hin. ...85 Meter. Ich weiß ja nicht, ob das oben oder unten ist, das wird mir halt nicht angezeigt. Doch, ein Pfeil nach oben, ne? Kann ich denn hier rauf? Also ganz darauf? Ja, das geht. Mit dieser Leiter hier. Oder hier diese Treppe. Mir ist auch. Da oben ist es. Gut, dass man sich das auch nochmal markieren kann. So, jetzt bin ich hier oben. Aber hier ist es nicht. Hier ist aber noch eine Kiste. Und noch eine Kiste. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Hier komme ich aber nicht durch. Mensch, wie komme ich an das Handy ran? Das ist da unten der Raum, wo ich eben war. Keine Ahnung, ob ich da vielleicht von woanders hin muss. Gar nicht von diesem Tempel, hier Bereich, wo ich hier bin. Das ist ja hier dieser Tunnelbereich, sondern vielleicht von ganz woanders. Indem ich einfach die Straße oben lang laufe oder so, weil ich komme hier nirgends vorhin. Das ist auf jeden Fall nicht im Tunnelgebiet drin. Das ist hier genau über mir. Und hier bin ich ja nur da unter. Ich muss an dieser Stelle hier, wo ich jetzt bin, von oben an das Handy ran. Nicht von unten. Hier ist wahrscheinlich hier in dieser Straße. Hole ich mir das, wenn ich in der Nähe bin, vom Safehouse. So gut, dann werde ich aber in der nächsten Folge zurückgehen zur Operationsbasis. Da kann ich auch schon Schnellreise hinmachen und werde dann da erstmal mit Benitez reden. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten hier im Lincoln-Tunnel. Die Mission fand ich eigentlich nicht schlecht
Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Dann reden wir mit Benitez in der Basis und schalten uns unseren Sicherheitsflügel frei. Also vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.